ich hatte den irgendwie nicht ganz so bewuchert in Erinnerung. Bin ich ehrlich. Willkommen in Midgard, liebe Leute. Schön, dass ihr vorbeischaut zum Gartenrückblick 2020. Mein erstes Jahr mit einem Garten, den ich mir zuallererst urbar machen musste. Und wie ihr seht, das war einiges an Arbeit. Da stehen die Lieblingspflanzen von meinem Vater. Das sind komische Zwiebelgewächse, die weiß-grüne Blätter haben. Hier eine kleine Nahaufnahme. Die sind wirklich nervig. Nebendran noch ein paar Hibiskussträucher, die ich auch leider rausreißen musste, um überhaupt Fläche zu haben, um wirklich etwas anpflanzen zu können. Im Nachhinein hätte ich einen doch vielleicht doch stehen lassen können. Und was braucht ein guter Gemüsegarten natürlich auch? Einen gescheiten Weg, auf dem man gut entlanglaufen kann, ohne die Beete kaputt zu machen und ohne dreckige Schuhe zu bekommen. Dazu habe ich einfach alle alten Platten, die ich finden konnte, genommen und zu einem schönen Weg drapiert. Hier in dem Fall eine Granitplatte und eine Sandsteinplatte und danach die alten Bodenplatten, die schon im Garten waren, allerdings überwuchert wurden. Mit diesem Weg konnte ich dann auch frische Erde vom Kompostplatz aus der Region in den Garten bringen. Natürlich die Erde, die es dort umsonst gibt, die ist auf jeden Fall gut genug, um die mit dem Mutterboden dort ein bisschen zu vermengen und eine grundlegende Erde für ein paar Pflanzen zu haben, wie Bohnen und Paprikas. Mein Plan war auch, die Erde für ein Hochbeet zu benutzen. Dafür braucht man erstmal natürlich ein Hochbeet. Das habe ich aus alten Dachbalken aus der Scheune gemacht, natürlich keine tragenden, sondern welche, die dort einfach rumlagen als Ersatzteile, genauso wie alte Bretter, die ich dort überall gefunden habe. Das Ganze habe ich verschraubt. Spoiler, für dieses Jahr hat es nicht mehr so gereicht. Ich glaube, das hätte ich vernageln sollen, denn die Schrauben sind einfach kaputt gegangen, sind teilweise von den Brettern kaputt gesprengt worden, keine Ahnung. Das muss auf jeden Fall mal dringend repariert werden. Wahrscheinlich im Frühjahr, wenn man sieht, wie es den Winter dann überlebt hat. Draußen konnte ich das Hochbeet ohne Probleme aufbauen, mit ein paar Platten unten drunter als Fundament, als Unterstützung. Und Entschuldigung, ich habe es erst später bemerkt, dass dieser Armbändel von der Kamera die ganze Zeit einfach direkt vor der Linse hing. Natürlich das Ganze bündig abgesägt, hätte ansonsten auch ein bisschen komisch ausgesehen. Danach konnte ich natürlich mit dem Füllen anfangen, beziehungsweise erstmal die Plane drin befestigen, was auch im zweiten Jahr rückblickend nicht ganz so gut funktioniert hat, die hat es ziemlich runtergezogen. Danach konnte ich auf jeden Fall frische Erde im Garten verteilen und dann eben auch ins Hochbeet bringen. Und schon konnten die ersten Tomaten gepflanzt werden, 9 Stück an der Zahl und wie ich finde, richtig schöne Jungpflanzen, die auch zu richtig schönen Pflanzen ausgereift sind und auf jeden Fall massig abgeworfen haben in diesem Jahr. Da die Erde von den Beeten immer noch auf den Weg kommen konnte, musste eine Umrandung her. Die Steine hatten wir auch noch über, das waren irgendwelche Steine, die eigentlich für die Decke in der Scheune genutzt wurden. Das könnt ihr auch hier im Hintergrund sehen, im Fenster. Diese Bögen wurden damit ausgekleidet. Die hatten auch, wie ich finde, ein ganz schönes Motiv drauf und deswegen konnte man die dort gut als Umrandung nehmen. Als Abtrennung zwischen den Pflanzen ganz normale Steine. Kurz den Weg sauber gemacht und schon bekamen die Pflanzen ein bisschen mehr Erde oben drauf, damit sie ein bisschen besser wachsen können. Beziehungsweise die Erde in der Tiefe nicht so schnell austrocknet. Und so sah das Ganze aus, nachdem mehrere Monate vergangen sind und ein Haufen an Arbeit reingesteckt wurde. Entlohnt mit den ersten Zucchinis des Jahres und auch die Paprikas hatten schon kleine Früchte dran. Hinten in der Mitte eine kleine Wassermelone. Die Bohnen sahen an sich auch sehr gut aus und haben auf eine reiche Ernte hoffen lassen. Es hingen sogar schon die ersten Schoten dran. Mit der Hilfe meiner Freundin habe ich dann bei den Tomaten noch ein kleines Blumenbeet angelegt. Wir wollen ja auch, dass Bienen und Insekten in unseren Garten kommen und unsere Pflanzen bestäuben. Verschiedene Kräuter fürs Hochbeet, natürlich Schnittlauch, Oregano, Petersilie, Majoran glaube ich auch noch. Und das Schönste waren die Karotten. Ein bisschen Bohnenkraut neben die Bohnen und dazu noch eine Auberginenpflanze. Das Ganze natürlich abgenommen von meiner Oma. Die hat sich natürlich auch gefreut, dass der Garten, der vorher ein Urwald war, zu einem richtig schönen Gemüsegarten wurde. Als nächstes kam das Hochbeet für die Gurken dran, genauso wie der Weg um die Tomaten drumherum. Auch wieder Steine aus dem Garten, die ich wiederverwenden konnte. Zuerst den Weg, danach die Steine für die Umrandung vom Hochbeet. Wie ihr seht, habe ich versucht, das Ganze möglichst gerade und möglichst auf Kante und auf Höhe zu bringen, damit das Ganze auch schön aussieht und hinterher auch schön verwendet werden kann. Denn dann konnten auch schon der Ingwer und die ersten Gurken eingesetzt werden. Einmal kräftig alles angießen, damit es auch gut wachsen kann. Danach noch ein paar Bohnen an einem Ranggitter. Nachdem ich komplett fertig war mit der Beetumrandung, habe ich noch ein paar Steine geholt, um die Beete damit ein bisschen einzudecken an Stellen, wo man drauf treten muss oder wo auch kein Unkraut unbedingt rauswachsen muss, zum Beispiel hinter den Gurken. Bei der Gelegenheit gleich die Pflanzen in dem Garten ein wenig mitgestutzt, damit man überhaupt auch wieder ans Ende von diesem Garten rantreten kann, der war vorher vom Gebüsch einfach überwuchert. Zu guter Letzt das Ganze noch eingemulcht mit Hamsterstreu, damit das ganze Wasser, was man gießt, nicht direkt verdunstet.
Fortschritt ist bei den Pflanzen auf jeden Fall auch schon zu sehen. Die Paprikas sehen schon richtig gut aus. Die Tomaten haben auch angefangen, sehr, sehr kräftig zu wachsen. Und auch die Keimlinge von den Bohnen kamen so langsam raus. Dem Ingwer ging es soweit ganz okay, die braunen Blätter waren schon vorher einmal zu starker Sonne ausgesetzt. Sonnenblumen in der Ecke natürlich ein paar gesetzt und die Gurken sind auch schon gut angewachsen. Im Hochbeet auch die ersten Sachen, die gekeimt haben, aber leider noch nichts erntereif. Diese Aufnahmen sind dann wieder ein paar Wochen später entstanden, die Sachen sind sehr gut angewachsen, beziehungsweise tragen auch schon die ersten guten Früchte, die Paprika zum Beispiel, eine Aubergine konnte man im Hintergrund auch erkennen, den Möhren ging es gut und der Rucola hat auch schon gut geschmeckt, auch wenn das natürlich noch sehr kleine Blättchen sind. Ich muss sagen, im Gartenjahr 2020 gab es richtig viele Zucchinis und auch richtig viele Tomaten. Das war auch ein großer Unterschied zu diesem Jahr. Dieses Jahr war eher ein Gurkenjahr, aber Tomaten gingen echt überhaupt nicht. Gurken inzwischen mit Ranggitter, damit sie schön hochwachsen können, da wir natürlich nicht so viel Platz haben. Die könnten theoretisch auch auf dem Boden umherranken, aber dann treten wir sie nur platt und die Schnecken kommen natürlich auch schneller dran. Hier noch ein kleiner Eindruck vom Garten, ohne rucklige Handkamera. Und besonders wenn man bedenkt, wie das vorher aussah, muss ich sagen, es ist richtig schön geworden. Ich bin wirklich gerne im Garten, kümmere mich dort um die Pflanzen, ernte, wenn was erntereif ist, oder gieße wie hier. Gießen hilft glücklicherweise mein Vater mit, der hat ja am Ende auch was von der Ernte. Noch ein kleiner Zwischenstand von der Mitte vom Sommer. Ich finde an sich alles sehr gut angewachsen. Die Salate sehen auch schon prächtig aus, die Tomaten tragen auch schon so viel. Die Gurken inzwischen zu einem Urwald geworden, muss man ja eigentlich schon sagen. Auch richtig schöne Zucchinis. Teilweise gingen die auch an die Nachbarn, weil wir einfach wirklich so viele davon hatten. Die Bohnen mit magerer Ernte abgeerntet und dann direkt rausgerissen, um Platz für Neues zu machen. Bei der Gelegenheit den Boden ein wenig aufgelockert, mit Hornmehl, mit Urgesteinsmehl und Hornspänen den ganzen Boden ein bisschen aufgewertet und nachdem alles gedüngt und unkrautfrei war, dann auch neue Pflanzen eingesetzt. Und zwar in dem Fall Brokkoli und Weißkohl, wenn ich mich nicht irre. Wie ihr seht, ein Dschungel mitten im Hochsommer geworden an Tomaten. Auch die Bohnen habe ich inzwischen mit einem kleinen Seil versucht ein wenig hochzutreiben Richtung Hauswand. Und die ersten Tomaten waren auch schon erntereif. Gerade in den darauffolgenden Wochen kam so viel nacheinander, ob es Zucchinis, Tomaten, Karotten, Gurken, Rucola oder was auch immer war. Einfach extrem lecker, die ganzen Sachen aus dem eigenen Garten. Die schmecken nochmal viel besser als die Sachen aus dem Supermarkt. Ein Satz, den man sehr oft auf YouTube hört, der aber auch einfach stimmt. Denn die Tomaten aus dem Supermarkt können natürlich nicht perfekt geerntet werden, sondern müssen noch transportiert werden. Gleiches bei den Zucchinis. Und auch eine Gurke, die gerade frisch von der Pflanze kommt und nicht mal 24 Stunden lang davon getrennt ist, schmeckt einfach anders als eine aus dem Supermarkt. Und deswegen kann ich auch nur jedem den Rat geben, der Platz hat, einfach ein paar Pflanzen anzuziehen. Seien es Tomaten oder Gurken auf dem Balkon. Man kann schlecht glauben, was bei so einer Pflanze rumkommt. Gerade bei den Gurken waren das über diesen Sommer hinweg mit 5, 6 Pflanzen auch 10, 20, 30, ich weiß nicht wie viele Gurken. Auf jeden Fall genug, dass ich und mein Vater jede Woche bestimmt 5, 6 Stück davon ernten konnten und auch ein paar verschenkt haben, weil wir einfach wieder zu viele hatten. Wie man an den hängenden Sonnenblumen erkennen kann, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das heißt, die ganzen Pflanzen ein wenig zurückschneiden, den Mehltau entfernen von den Zucchinis, damit die paar Zucchinis, die noch dranhängen, auch noch ausreifen können. Und der Kohl hat sich dafür, dass er mitten im Sommer gesteckt wurde, auch gut entwickelt. Zwischen den ganzen Pflanzen musste dann auch ein bisschen Unkraut entfernt werden. Gerade die Lieblingspflanze von meinem Vater, die ich im Jahr davor noch rausgerissen hatte, hatte sich offensichtlich in der tieferen Erde festgesetzt und die ganzen Knollen kamen wieder und mussten einzeln rausgemacht werden. Der Ertrag von Ingwer und Süßkartoffel war leider nicht so berauschend und deswegen wurden sie auch im Jahr drauf nicht mehr angepflanzt. Kohl sah eigentlich schon sehr gut aus, den hätte man ernten können. Ich hätte ihn eigentlich auch ernten sollen, denn er wurde nicht mehr sonderlich größer, er ging leider nur noch kaputt und konnte dann auch nicht mehr geerntet werden. Das war sehr schade. Die Braun- und Krautfäule hatte sich bei den Tomaten schon breit gemacht, ein paar hingen noch dran, ein paar konnte man noch ausreifen lassen, aber leider, das ganze Jahr neigt sich dem Ende, man sieht es immer mehr. Und so war es dann auch schon die letzte Tomatenernte und die ganzen Pflanzen konnten auch entfernt werden. Die Paprikas sehen für die Jahreszeit erstaunlich gut aus, allerdings haben sie natürlich nicht noch weitergemacht und irgendwelche Früchte ausgebildet. Nebendran habe ich eine Johannisbeere zum Überwintern reingesetzt und auch schon Gelbsenf als Dünger ausgebracht.
dass das ganze Grün, was dort, wo die Tomaten gewachsen sind, jetzt wächst. Da der Herbst gekommen war und eigentlich keine Pflanzen mehr da waren, um die man sich hätte kümmern können, habe ich noch das Regenfass ein bisschen sicherer gemacht, indem ich Kantenschutz an diese ganzen abgerosteten bzw. abgeschnittenen Metallkanten gemacht habe. Und schon ist ein wenig mehr als ein Jahr vorbei in ein wenig mehr als 10 Minuten. Ich hoffe, mein Gartenjahr 2020 hat euch gefallen und euch selber ein bisschen Lust gemacht, ein wenig zu gärtnern. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt und bis zum nächsten Mal.